So, meine Friends, hallo und herzlich willkommen hier wieder von Banks Games. Und zwar bin ich hier gerade auf die Merlins-Prüfung mit den Würfel und den Zeichen gestoßen. Und ich wollte euch einmal kurz zeigen, was ihr dafür braucht und wie ihr das Rätsel lösen könnt. Ihr müsst einfach nur erstmal den Zauberspruch Flipendo freigeschaltet haben und dass sich die Würfel drehen sozusagen. Und dann müsst ihr auf allen Seiten des Würfels die gleichen Zeichen haben. Das ist ein bisschen knifflig irgendwie, aber ja, ist doch auch mal eine schöne Abwechslung eigentlich, ne, finde ich. So, wir machen das jetzt mal einfach. Ich zeige euch, wie das geht. Und ach so, übrigens, ja, ich habe die jetzt das erste Mal wirklich tatsächlich gefunden. Hier ganz hinten auf der Karte, also wirklich weit weg von Hogwarts, wenn man hier hinten in dieses gesperrte, was heißt gesperrte, aber in dieses andere Areal geht, wo man durchkommt. Und dann ist das hier ganz hinten, hier oben. Da ist auch so eine Hauptstory-Mission von mir gerade, aber ich will hier nichts spoilern. Deswegen einfach hier oben ist das Ding dann. So, und wir machen das mal. Zack. Drehen auf der Seite, bis sich hier dasselbe Zeichen befindet. Und dann drehen wir auch nochmal hier. Ups. So, auch dasselbe Zeichen. Und schon bilden sich die Pflanzen drumherum, das heißt, ihr seid fertig damit. So, ihr könnt ihr runter zum nächsten. Übrigens, hier direkt nebenan befindet sich auch ein Tierwesen, Lager mit Testralen, falls ihr noch kein Testral gefangen habt. So, und dann drehen wir hier auch nochmal weiter. Das Prinzip sollte, glaube ich, jetzt sozusagen eigentlich verständlich sein. Aber wenn man so wie hier jetzt bei mir nicht das Zeichen auf der richtigen Seite hat, einmal hier gegenhauen. Und dann nochmal hier drehen. Und dann seht ihr schon, zack, habe ich das richtige Zeichen auf dieser Seite. Und dann machen wir hier nochmal. Zack. Und jetzt müsste der Baum rauskommen. So ein Ding ist das. Ja. Und hier bin ich irgendwie noch ein bisschen. Ich muss nochmal kurz schauen. Wir machen das mal hier zusammen. Ich glaube, das war schon das Richtige. Die seitliche Schlange. Das war schon die richtige. Und hier haben wir die und die. Und die und die. Wir machen das mal hier zusammen. Ah, siehst du. Einmal richtig rumgedreht und irgendwie wieder auch falsch rum. Jetzt stimmt sie hier wieder nicht. Kurios, kurios. Wir finden es auf jeden Fall heraus. So, der seitliche ist nicht mehr hier. Der seitliche müsste jetzt oben sein. Das heißt, wir könnten jetzt wieder drehen. Man muss sich hier ein bisschen durchfuchsen, ne? Irgendwie. Nochmal. So, jetzt aber. Yes. Geschafft. Ihr wart live dabei, wie wir hier die Merlinsprüfung gemacht haben. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie es geht. Und seid nicht völlig verwirrt noch hier am Ende des Videos und einfach nur ein bisschen ausprobieren. Flipendo ist wichtig und die Würfel schön einmal ein bisschen rumdrehen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das wird euch geholfen. Bleibt auf jeden Fall am Start. Lasst ein Abo da, ein Like da und so weiter und so fort. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.